Moin, herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz. Ja, heute wollen wir uns Demeteros widmen. Hört sich wie so ein griechischer Halbgott an. Und ja, schauen wir doch mal, was so auf uns wartet. Wenn man den Schrein von Demeteros entweiht, zieht zur Strafe ein schwerer Sturm über das Land. Gar nicht wahr! Das ist doch ein ganz anderes Pokémon, das uns stürmische Winde schickt. Gar nicht wahr, du Dummkopf. Das große Demeteros bestraft Pokémon, die böse waren. Und dies ist sein Schrein. Wenn man den Schrein entweiht, erscheint das Pokémon, das die Stürme heraufbeschwört. Und dann hilft uns Demeteros auch nicht mehr. Aber wenn das ein Pokémon ist, das etwas Böses tut, dann trifft das große Demeteros auf den Plan und weist es in seine Schranken. Der größere Dummkopf bist also du. Warte, du Dummkopf! Am Schrein huldigen wir einem Pokémon namens Demeteros. Als Boreros und Voltolos die Häuser und Felder von Einal verwüstet haben, kam Demeteros und hat sie für uns in die Schranken gewiesen. Diese Geschichte stammt aus den Tagen, als mein Großvater ein Kind war. Wenn Boeros und Voltelos wieder hier erscheinen, taucht vielleicht auch das große Demeteros wieder auf. Großvater hat das so erzählt. Schauen wir mal, auch ob das wahr ist. Ein verwitterter kleiner Schrein. Boeros und Voltelos beben förmlich in ihren Bällen. Wollen wir? Oh, das ist das letzte Legendary, was wir hier zu fangen haben. Demeteros. Schauen wir mal, auf welches Level. 70! Alles klar. Okay, geht's los. Demeteros ist auf Level 70. Typ von Boden Flug. Fähigkeit Sandgewalt. Versteckte Fähigkeit Rohrgewalt. Dann hat es auch noch eine. Ja, mit einem bestimmten Item. Warte, Moment. Geschlecht 100% immer männlich. Mit Wahrspiegel wiederum. Ich habe euch das auch schon rausgesucht. Machen wir es da her. Ja. So sieht es dann aus. Mal rein. Na komm. So. So sieht es dann aus. Na komm. Ich mache es mal ein bisschen größer. So sieht es dann aus. Auch mal wieder ein bisschen kleiner. Wo können wir es da hinpacken? Können wir es nicht oben rechts hinpacken? So sieht doch ganz gut aus, oder? Ja, so sieht gut aus. Okay. Ich denke mal nicht, dass es wegläuft, was ich nochmal schauen wollte. Achso, die Falle. Ja, das würde ich nicht sehen. 1,6%. Einen sehr, sehr hohen physischen Angriff. Verteidigung, Spezialverteidigung, Müll, aber die physische Verteidigung ist ein bisschen besser. Okay. Ja, dann gehen wir mal auf die Donnerwelle. Oh Gott, ich habe keine Wirkung. Obwohl es ein Flugtyp ist. Oh Gott. Nein. Dann gehen wir erstmal mit Blitz ran. Irrlicht werden wir nicht gehen. Vielleicht am Ende noch einmal, ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht können wir es trotzdem paaren, wenn Voltola physisch angreift. Das wäre noch eine Möglichkeit. Erdbeben trifft natürlich. Los, Remoraid.
Achso, ich musste Remoraid mit ins Team nehmen, da ich eine Kaskade brauchte, um hier hinzukommen. Zum Schrein der Ernte, so heißt es, glaube ich. Lasst euch nicht wundern, ich habe mir offscreen einen Voltolos entschieden, um euch Demeteros zu zeigen, weil sonst hätte ich es nicht hinbekommen. Hat aber auch ganz gut funktioniert. Also, bin ich auch froh drüber. So. Eisstrahl ist vielfach effektiv, das will ich nicht riskieren. Obwohl wir es eventuell einen Geist bekommen, aber. Nee, nee, nee. Pokémon. Na komm, Voltula. Und genau jetzt trifft es auch. Na komm, hauen wir nochmal unsere letzten Koppelebern raus. Warum hättest du nicht bei Remoraid treffen können? Ich will gar nicht wissen, wie hoch die Genauigkeit ist. Kyofisua? Ja, hast auch mal eine Ko-Attacke. Einfach im Set läuft bei dir. Gehen wir mal auf Schlitzer. Das einzige Pokémon, was mir jetzt spontan einfällt, was den Bodenflugtyp hat, ist glaube ich Skorgler, ne? So, und jetzt bitte kein Crit. So, jetzt werfen wir erstmal ein paar Bälle. Ich glaube, es ist sowieso Nacht, von daher sollten wir Step auf den Finsterball haben. Das ist ein Crit, ne? Ja. Nee. Na komm, Voltolos, da kann ich ja Voltolos einmal zeigen. Da ist es! Soweit ich mitbekommen habe, sind die Legis aus den japanischen Mythen entstanden. Also nein, aber es hat dreimal gewackelt und ich bin zufrieden. Vor allem auf dem Level 70er Pokémon. Werde ich mal was zu essen machen. Gibt es ja nachher noch die Pokédex-Einträge. Bleibt doch drin, Demeteros. Wärst wahrscheinlich geparrt oder hättest geschlafen, wärst im Pokéball 100% drin geblieben, aber.
Och, Menno. Demeteros, was willst du denn haben? Willst du wie Terrakium ein schönes Steak haben, oder? Eins ab! Okay. Demeteros liebt Steak und Terrakium liebt Steak. Alles klar. Und willkommen im Team. Ja, dann danke ich euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und einen Kommentar lassen. Im nächsten Part widmen wir uns den Pokédex-Einträgen. Alles klar, bis dann.